Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Finale des Iron Kerman. Und dafür steht noch aus die Landung auf Ilo. Und dafür hieß es mal wieder den Lander besetzen. Denn die Mission, die ich mir ausgesucht habe, ist auf Ilo zu landen. Im Stierkopfkrater heißt das, glaube ich. Und dort eine Bodenprobe zu nehmen und drei Kerbels, um ein Lagerfeuer zu versammeln. Damit sie sich ein bisschen aufwärmen können. Denn auf Ilo ist es halt ganz schön kalt. Und da das unsere letzte Mission ist, wird jetzt der restliche Sprit und Xenon umgeladen in die Probe, damit die Probe den Lander auf einen möglichst niedrigen Orbit bringen kann, weil ich habe ein bisschen Schiss vor Ilo, der hat wiederum ein bisschen mehr Schwerkraft als ein größerer Mond und da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen, dass das klappt. Also schön weit runter erstmal mit Ionenantrieb bis zum bitteren Ende und das Ganze dann nochmal zirkularisieren mit der Probe. Und letzten Endes ist das dann darin geendet, dass ich den Orbit so weit vorbereitet habe, dass ich quasi zur Landung ansetzen konnte. So, also das Ganze mit Bremsen endete dann halt grob darin, dass die Periapsis irgendwann nicht mehr da war und ich grob diesen Stierkopfkrater, den könnt ihr da gerade sehen, kurz im Bild, also sieht halt so grob aus, mit viel Fantasie den Stierkopf angepeilt habe und dann wurde eben der Lander ausgeklinkt, die Probe wieder auf den Orbit geschickt und der Lander hat ordentlich Hackengas gegeben, um auch ja die Bremsung zu schaffen und ich habe mich für einen relativ Suicide-Burn-mäßigen Anflug entschieden, einfach um so viel Sprit wie möglich zu sparen. Hat auch ganz hervorragend funktioniert, indem ich mich überschlagen habe. Und beim Flippen-Trick ist mein Docking-Port natürlich kaputt gegangen. Gott, aber so ist das halt. Deshalb wurde jetzt als erstes mal Fahne aufgebaut und dann eine Bodenprobe genommen. Und zack, 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 alle Kürbels versammeln. Und jetzt mal kurz im Langsam-Speed alle Triebwerke aus, ein Triebwerk ein bisschen runterregeln und siehe da, ein Lagerfeuer mit drei Kerbels, die sich ein bisschen aufwärmen, bevor es wieder an den Rückweg geht zum Mutterschiff. So, Mission erledigt, damit letzte große Mission am äußeren Sonnensystem. Dann habe ich nochmal versucht zu flippen, dabei habe ich den Rest vom Lander weggesprengt. Ist aber nicht so schlimm, wir brauchen den ja nicht mehr. Und der Lander war an sich noch funktional, also habe ich weitergemacht und bin in Richtung Orbit losgedüst. Im Orbit gab es wieder die ganz klassischen Sachen, nämlich ich habe mein Rendezvous geplant und da das mit dem Sprit so gut geklappt hat, habe ich gemerkt, ich habe noch Liquid Fuel, das heißt, ich spare mir einfach das Xeon, was ich noch brauche, denn mit dem Xeon muss ich ja noch nach Hause fliegen und mache das Annäherungsmanöver einfach mit dem Liquid Fuel, das ich noch habe und das war noch ein bisschen was, denn ja, ich muss ja nirgendwo mehr landen mit dem Lander und damit ist das Liquid Fuel eh vergebene Liebesmühe und jeden Tropfen Xenon brauche ich noch auf dem Rückweg, also so hin und den Lander habe ich dann auch gleich zurückgelassen, denn der Lander ist ab jetzt unnötiges Gewicht. Einmal wegkatapultiert, der ist dann eingeschlagen auf Ilo. Und dann habe ich die Probe noch zurückgeholt, denn in der Probe war noch einiges an leckerem Xenon gespeichert. Genau genommen noch so um und bei 1000 Einheiten. Und bevor ich mich auf den Rückweg gemacht habe, wollte ich natürlich dafür sorgen, dass ich dieses Xenon auf jeden Fall noch bekomme. Und bin deshalb zurück zum Mutterschiff mit der Probe, um das Xenon umzufüllen, bevor ich mich auf den Weg in Richtung Kerman machen. Ich hatte in dem Moment, glaube ich, schon so ein ungutes Gefühl in der Bauchgegend, dass ich jeden Treibstoff brauchen werde, den ich irgendwie kriegen kann. Kommen wir aber später noch gleich zu. Aber da habe ich schon mir gedacht, ich nehme es mal lieber mit, denn haben ist bekanntlich besser als brauchen. So, hier kommt einmal kurz das Rendezvous-Manöver, wie man es halt so kennt, ganz klassisch. Und die Probe hat sich dann ein letztes Mal der Kerman Sprite angenähert. Und das ist auch meine allerletzte Probe. Und die hat jetzt brav ihr Xenon da abgeliefert, wo es benötigt wird. Nämlich bei der Kerman Sprite. Und ist dann im Ilo-Orbit verblieben. Denn die Probe an sich ist auch wieder nur totes Gewicht, was wir nicht mehr brauchen. Und wir sind ja im Auftrag der ISA unterwegs. Deshalb hier auf jeden Fall abladen. Dann habe ich natürlich noch das Solarpanel kaputt gemacht. Und die, wie gesagt, im Auftrag der ISA unterwegs. Und die Probe haben wir einfach zurückgelassen. Dann kann man hier mal Forschungsdaten sammeln oder so. Schnickschnack. Ja, wie gesagt, jetzt nur noch mit einem Solarpanel. Aber das reicht ja für die Probe, um passiv weiter betrieben zu werden. Von daher alles schick. So, Xenongas einmal raus komplett und dann wurde die Probe schlicht und ergreifend abgekoppelt,
Thema durch, Solarpanel auf, dann kann die Probe jederzeit mal wieder reaktiviert werden, wenn man sie für irgendwas braucht. Und dann ging die Reise los. Und dafür habe ich dann einmal noch das Xenon ein bisschen zurechtsortiert, dass ich für mich klargekommen bin. Und dann hieß es als erstes den Ilo-Orbit verlassen in einen Solar-Orbit. Das hat dann einen Moment gedauert, weil wir kennen das Spiel ja schon. Ne? Wir und das lustige Ionentriebwerk brauchen halt einfach eine Zeit lang, bis wir irgendwo hinkommen, gerade hier draußen, wo der Strom nicht so funktioniert. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, wieder ins innere Sternensystem zu kommen oder ins innere Solarsystem, wo es endlich mal wieder genug Strom für meine Triebwerke gibt. Und so haben wir dann Ilo verlassen und dann ging das große Manövergefummel los. Und ich habe dann einen relativ aggressiven Kurs gefunden, mit dem ich innerhalb von, jetzt lass mich nicht lügen, vier Jahren, es zurück nach Kerbin geschafft habe. Das hieß, relativ starker Sturzflug ins Solarsystem hinein und einmal, ich glaube, fast auf der Eve-Umlaufbahn vorbei, relativ tief getaucht und dann wieder hoch auf die Kerbin-Umlaufbahn. Das hieß aber jetzt schon, dass ich mit ordentlich Pfeffer ankomme. Und das habe ich dann auch gemerkt und habe mir das mal kurz durchgerechnet und festgestellt, herzlichen Glückwunsch, ich habe nicht genug Treibstoff zum Bremsen. Also ich hätte ungefähr doppelt so viel Treibstoff gebraucht, um mich in den Orbit einzubremsen von Kerbin, wie ich mir noch mit an Bord hatte. Also da hat sich meine Befürchtung dann bestätigt. Also habe ich mich dazu entschieden, nur einen Flyby zu machen, also einen negativen Gravity Assist. Also ich bin quasi vor Kerbin lang, damit Kerbin mich abbremst, so tief wie irgendwie möglich, ohne die Atmosphäre zu kommen. Ja, ich habe es versucht. Nein, es ist nicht gut gegangen. Also habe ich dann einen Flyby nur draus gemacht, sodass Kerbin mich im ersten Vorbeiflug abbremst. So, als ich dann den Flyby hatte, habe ich mich gleichzeitig noch in Position gebracht, um einmal die Triebwerke an dem Punkt, wo es am effizientesten ist, Stichwort Oberth-Effekt, also Oberth-Effekt, sprich, wenn ich sehr schnell bin, verbrauche ich, also ist mein Treibstoff effizienter und am schnellsten ist man nun mal auf der niedrigsten Stelle des Vorbeiflugs. Und das hat mich schon mal im ersten Punkt Vorbeiflug so weit runtergebremst, dass meine Apoapsis nicht mehr auf Höhe von Ilo war, sondern nur noch so auf Höhe von Drees, also Drees-Umlaufbahn. So, jetzt habe ich aber immer noch das Problem gehabt, dass ich gerne noch zurück wollte und habe da ein bisschen rumgefummelt, bis ich gesehen habe, ich könnte noch einen Eve-Encounter unterwegs kriegen. Und das habe ich dann auch noch mitgenommen, denn wenn wir schon mal unterwegs sind, wir haben Eve noch nicht besucht im Zuge dieses Iron Kermans, habe ich gedacht, dann fliegen wir halt nochmal an Eve mit vorbei, habe eine kleine Korrektur des Kurses nochmal durchgeführt, um jetzt nochmal das gleiche Spiel zu machen, was ich gerade an Kerbin gemacht habe, nämlich einen negativen Gravity Assist nahe an Eve dran vorbei, um eben die Gravitation von Eve auszunutzen, um mich noch weiter runter zu bremsen. Ihr seht das schon, dass dann meine Apoapsis so ungefähr auf der Kerbin-Umlaufbahn liegt, womit natürlich meine Geschwindigkeit, mit der ich das nächste Mal, wenn ich einen Encounter mit Kerbin hinbekomme, deutlich nach unten geht, eben weil ich nicht mehr aus so einem hohen Orbit runterstürze, sondern eben schon relativ nah dran bin. So, das Ganze hat mich dann natürlich auch nochmal so ein paar Tage gekostet, in denen ich da hineiern musste. Also hier kommt jetzt quasi der Anflug auf Eve an der Kerbin-Umlaufbahn vorbei und da ist mein Eve-Encounter und dann hieß es letzten Endes einmal an Eve vorbei. Und da haben wir noch ein paar hübsche Bilder, wie die Kerbin Sprite an Eve vorbeifliegt, auch nochmal aus dem Cockpit und heftig diskutiert wird, an welcher Stelle wir dann eigentlich falsch abgebogen sind, weil wir eigentlich nach Kerbin wollten. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann an Eve vorbeigeeiert und dieser Gravity Assist, den wir dabei bekommen haben, hat uns eben dann auf eine Umlaufbahn ungefähr auf Höhe von Kerbin gebracht. Dann habe ich jetzt mal ein bisschen geskippt, um einfach nicht noch das 1000-Ionen-Burn-Manöver reinzubringen. Und dann habe ich das so weit angeglichen, dass ich einen schönen, gleichmäßigen Kerbin-Encounter gekriegt habe. Und hier sieht man schon, der ist schon fast geschlossen vom Orbit her mit relativ wenig Delta-V. Also da musste ich jetzt irgendwie nochmal, keine Ahnung, ein paar hundert ausgeben für. Ihr seht oben, mein Xenon-Gas ist jetzt unter 4000 schon. Also es geht langsam zur Neige. Das wird insgesamt alles relativ knapp. Und deshalb eben diese ganzen Swing-By-Manöver. Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet. Also ich bin jetzt im 19. Jahr der Mission, kann man hier oben sehen. Und habe dann nochmal eine halbe Runde, also ein halbes Jahr drehen müssen. Und bin dann erneut in die
in die Sphere of Influence von Kerbin eingetreten, habe dann ein paar kleinere Manöverkorrekturen noch durchgeführt, um mich nämlich erstmal prinzipiell dort einzufangen. Also Orbit reinbremsen und den dann halt schon mal abstimmen auf den Minmus-Orbit, denn wir haben ja noch einen Flyby vor uns, der erledigt werden muss. Und da hieß der Auftrag, mach einen Flyby an Minmus und bleib dabei unter 200 Meter. So, als erstes hieß es aber mal bremsen. Da hat mich irgendwie dann das Manöver gefoppt und ich war irgendwie komplett an Kerbin schon vorbei und musste von da bremsen. Das war irgendwie ziemlich doof. Dadurch hatte ich natürlich jetzt irgendwie noch eine Runde zu drehen. Das hat nochmal massig Delta V gekostet, weil ich auch zu spät gebremst habe. Also hieß es ein bisschen fummeln, um irgendwie halbwegs spriteffizient auf die Stelle zu kommen, wo ich meinen Orbit an den Minmus schon mal von der Plane her anpassen kann. Und ja, also wie gesagt, das letzte Mal über das war recht ungünstig, also ich bin jetzt unter 3000. Letztendlich bin dann natürlich nochmal in meiner grandiosen Weisheit an dem Manöver auch noch vorbeigeschossen, weil irgendwie da, keine Ahnung, Aufmerksamkeitsdefizit oder sowas, ich weiß es nicht, einfach nicht aufgepasst, was ich da getrieben habe. Und natürlich auch vorher keinen Quick-Save-Point gesetzt. So, dann kommt der Minmus-Flyby. Ich habe 1000 Varianten probiert und letzten Endes bin ich einfach durch die Geschwindigkeit und den wenigen Sprit, den ich noch habe, dran gescheitert, einen richtig tiefen Flyby zu machen. Also habe ich mich irgendwann entnervt, dazu entschlossen, einen hohen Flyby zu machen und auf die 10.000 Bonuspunkte zu verzichten, wenn ich den Flyby unter 200 Meter mache, weil ich einfach jedes Mal irgendwo eingerastet bin. Weil ihr seht es jetzt, ich habe noch 500 Xenon-Gas. Das reicht bei weitem nicht mehr, um so aggressive Kurskorrekturen zu machen. Und wenn ich so tief geflogen bin am Flyby, dann hat es mich auch noch in die Kerbin-Atmosphäre gedrückt. Bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Den Flyby habe ich letzten Endes irgendwie auf ein paar Kilometer Höhe gemacht. Ich hatte in der Radar-Altitude hat es mich, glaube ich, auf knappe, jetzt lasst mich nicht lügen, wir sehen es, glaube ich, gleich 2000 Meter gebracht. In der echten Altitude, weil ich über so einen Bergrücken drüber geheizt bin, war es dann natürlich nochmal deutlich mehr. So, aber Flyby erledigt und jetzt hieß es ab nach Kerbin. Dafür habe ich dann mein restliches Xenon-Gas, was noch in der Kerbin Sprite drin steckte, erstmal an der Periapsis rausgebrannt, um meinen Orbit so tief wie irgendwie möglich zu drücken. Und habe dann mit den Punkten, also mit den Geldpunkten, man sieht es da schon, ich reiche das gleich nach, die ich mir mit den Zusatzmissionen verdient habe, ein Shuttle gestartet, um meine Leute abzuholen. Das kreist da schon, den Shuttle-Start zeige ich euch gleich ganz kurz. Um das Shuttle hat neben dem, dass es ein Shuttle war, könnt ihr gleich mal darauf achten, auf der Nase auch noch einen Xenon-Tank mitgeführt, mit dem ich die Kerbin Sprite nochmal so weit nachgetankt habe, dass sie sich in einen niedrigen Orbit einbremsen konnte. Also da war halt nochmal irgendwie, ich glaube, knappe 10.000 Einheiten Xenon mit drin auf dem Shuttle vorne auf der Nase drauf. Das hat das Shuttle huckepack mit in den Orbit genommen. Die Probe ist da mit dem Xenon schon angekoppelt. Das ist die Probe, die ihr da seht auf dem Links. Mit der habe ich dann nochmal die Kerbin Pride betankt. Hier seht ihr das Shuttle beim Starten. Also das Shuttle an sich hat halt einen Piloten und dann eben genug Sitzplätze, um meine 7 Kerbels, die nach Hause gekommen sind, aufzunehmen. Und das vorne auf der Nase montierte ist quasi eine Probe mit kleinen Xenon-Tanks, die dann nachher zu Kerbin Pride geflogen ist, um sie nochmal zu betanken, um in den Orbit einzukehren. Das habe ich jetzt aber im Detail nicht hier nochmal reingepackt, weil das einfach zu länglich geworden wäre und es letzten Endes auch furz egal ist, weil ich hatte ja so viele Versuche, wie ich wollte mit dem Shuttle, deshalb war das jetzt auch nicht so besonders spannend. So, während das Shuttle jetzt langsam mal nach oben düst, kommen wir jetzt natürlich so langsam in die Richtung, wo es spannend wird, nämlich die Landung der Crew. Das Shuttle an sich ist mit Shuttle-Triebwerken quasi bis in den Orbit geflogen und hat dann noch zwei kleine Monopropellant-Antriebe hinten dran und fliegt mit Monopropellant im Orbit, also orientiert sich da sehr stark an der, ich glaube, die Buran hat auch ähnlich funktioniert, dass man eben nur kleine Triebwerke mit Monopropellant hat, statt klassische Triebwerke. So, das ist dann jetzt, nachdem ich die Orbits ein bisschen angeglichen habe, der finale Anflug vom Shuttle an die Kerbin Sprite und es folgt dann das Umsteigen und die Crew geht rüber in das Shuttle. An diesem Punkt ist für mich eigentlich dann nicht mehr viel zu erzählen. Es gilt jetzt noch die Crew anzulanden und ein finales Foto auf dem Inselflughafen zu machen. Das kommt dann auch gleich noch, aber da werde ich nicht so viel zu sagen, sondern lasst euch einfach mit den Bildern und der Musik mal in Ruhe und alleine. Und ich habe hier dann
nochmal mir vorgenommen, dass ich dieses seitliche Docking-Manöver nochmal mache, weil das einfach cool aussieht, wenn man ein Shuttle so andockt. Und habe dann die Crew quasi rübergeschoben ins Shuttle und wollte quasi dann auch wieder gleich abdocken. Und hab dann beinahe Bill in der Pride vergessen. Ich habe zum Glück nochmal nachgeguckt. Also ich war quasi dann schon mental dabei, mich zu verabschieden. Und hab dann festgestellt, dass ich Bill noch vergessen habe. Ja, bleibt mir nur zu sagen, ich hatte eine Menge Spaß, auch wenn es mich, glaube ich, viele Haare gekostet hat, vom Haare raufen am Iron Kerman. Das war eine krasse, herausfordernde Missionsserie. Und fürs erste Mal hat es, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Und dann natürlich mit der Intention, noch weiter vorne platziert zu werden. Ich bin gespannt, für welchen Platz es reicht in diesem ersten Jahr. Ich bin aber froh, dass ich es überhaupt erstmal zurückgeschafft habe mit allen Kerbals in einem Stück. Hier seht ihr, wie ich Bill erstmal vergessen habe. Und ich beim Kontrollieren habe ich festgestellt, oh, da im Lab sitzt noch der Bill drin. Und habe ganz schnell nochmal angedockt. Und ich würde sagen, ich bin jetzt raus mit meinem Voice-Kommentar. Und ihr genießt einfach noch den Rest vom Video. Ich bedanke mich für alle, die treu der Iron Kerman-Serie gefolgt sind und wir sehen uns im Iron Kerman wieder im Jahr 2017. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss!